In der Welt von One Piece steht das große Finale und Ende laut Eiichiro Oda vor der Tür. One Piece soll nach seinem letzten Statement diesbezüglich in 2 Jahren, sprich im Jahre 2025, beendet werden. Konkret bedeutet das circa 70 Kapitel. Ob dies sein kann und welche Infos Eiichiro Oda diesbezüglich noch gedroppt hat, das klären wir im heutigen Video. Und falls ihr nichts mehr bezüglich One Piece verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Kanal abonnieren, Daumen nach oben wäre ebenfalls korrekt. Viel Spaß mit dem Video, los geht's. Der One Piece Manga läuft mittlerweile knapp 26 Jahre und das ist natürlich eine unfassbar krasse Zahl. Mit über 1000 Kapiteln hat Eiichiro Oda Manga-Geschichte geschrieben. Der Erfolg von One Piece, der kommt allerdings auch nicht von ungefähr. Denn One Piece strotzt nur von so vielen verschiedenen Charakteren, Plotstrukturen und Worldbuilding, die ineinander alle aufgebaut sind und wir mit der finalen Saga aktuell in der Phase sind, wo Eiichiro Oda jenes noch so kleine Geheimnis, das er in den letzten 26 Jahren versteckt hat, enthüllen wird. Und wenn wir uns nun dem 25-jährigen One Piece Jubiläum widmen, dort hat Eiichiro Oda ein Interview gehalten und in diesem Interview sagte Oda, dass er plant, One Piece in 3 Jahren zu beenden. Dieses 25-jährige Jubiläum war im Juni letzten Jahres, also genau 1 Jahr ist das mittlerweile her. Und nun müssten wir dann unter dem Strich jetzt nur noch 2 Jahre zur Verfügung haben. Und die Frage ist natürlich, kommt das denn hin? Denn wenn man das Ganze rechnerisch einfach mal runter dann haben wir aktuell im Schnitt 35 Kapitel pro Jahr. Zumindest war das die Zahl im Jahr 2022. Darüber hinaus hatten wir 17 Mal Pause. Wir hatten ja auch letztes Jahr einmal eine 4-wöchige Pause. Und das hat sich dieses Jahr im Groben wiederholt, sodass wir dieses Jahr vermutlich eher auf 34 Kapitel und 18 Mal Pause kommen. Wir sind aktuell bei der 12. Pause, wenn wir jetzt die 4 Wochen mit einberechnen. Das würde bedeuten, wir hätten ungefähr 70 Kapitel und dann soll One Piece enden. Das ist natürlich ein heftiges Statement und hier muss ich ganz klar sagen, das wird nicht passieren. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das passieren wird. Es würde bedeuten, wenn wir uns das Worldbuilding, alle ausstehenden Plots, Geheimnisse etc. anschauen, dass Eiichiro Oda das ganz, ganz schnell runterbrechen würde und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er bei seinem Lebenswerk kurz vor der Ziellinie am untersten Rand seiner Möglichkeiten arbeitet. Denn ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass Eiichiro Oda das 30-jährige Jubiläum anpeilt. Dann hätten wir statt 70 ganze 140 Kapitel. Das käme natürlich eher hin. Wirkt allerdings dennoch ziemlich wenig. Aber in 4 Jahren kann man, denke ich mal, durchaus vieles ineinander mischen und gut durcharbeiten. Denn Eiichiro Oda selber hat sich auch zu den Sorgen seiner Fans dementsprechend geäußert. Denn es kam in den letzten Jahren immer mal wieder so Zeitabschnitte von Oda, wo er ungefähr vorhat, One Piece zu beenden. Und wir alle wissen, dass das Ganze immer relativ vage ist, wenn man sich diese Aussagen von Oda anschauen soll. Die Zeit Aussagen von Oda sind generell sehr, sehr undeutlich, beziehungsweise immer weit daneben, zumindest was seine Arc Prediction etc. angeht. Zum Beispiel Whole Island Mitte war dann vielleicht nach dem Wald, meine ich, war die Aussage und dann kam noch dieser riesige Kampf gegen Katakuri. Also Whole Island wurde gezogen. Der Start von Wano Kuni wurde um genau oder circa 1 Jahr verschoben und das ist natürlich eine Sache, die Eiichiro Oda die ein oder andere Credibility, was zeitliche Aussagen angeht, abknüpft. Und auch Eiichiro Oda hat eine sehr, sehr interessante Info gedroppt, die ich definitiv hier mit reinnehmen möchte. Nämlich sagt der Eiichiro Oda zum One Piece Ende, stattdessen, dass die wöchentliche Veröffentlichung von One Piece endet, also dass der Manga komplett vorbei ist, meint Oda eher mit dem Ende, dass alle Geheimnisse von Ruffys Abenteuer enthüllt werden, was zum Beispiel das One Piece ist, die Träume wurden erfüllt, vielleicht hat Zoro auch schon Mihawk besiegt, also all diese interessanten Geheimnisse, Plotstrukturen etc., diese wurden enthüllt, was das verlorene Jahrhundert gewesen ist, das verlorene Königreich, die Geschichte um Joy Boy und dass wir im Anschluss dessen dann den finalen Krieg haben, dass Eiichiro Oda das Ende von One Piece eher damit assoziiert, dass das Abenteuer von Ruffy vorbei ist, dass er Piratenkönig geworden ist, dass er seine Gegner besiegt hat im Groben und Ganzen und dass danach nach diesem indirekten Ende dann der finale Krieg ansteht. Denn wenn wir uns die aktuellen Geschehnisse in One Piece anschauen, dann haben wir immer mehr Plotstrukturen, die hier mit reinfließen und aufgebaut werden. Eiichiro Oda switcht ja sehr oft aktuell rum, also der hat immer wieder Schwenker in die eine und in die andere Richtung. Dann natürlich auch die Einführung der Holy Knights, was auch nochmal super spannend werden wird, denn ich hoffe, hier kann man vielleicht so ein bisschen von dem Shichibukai-Syndrom in One Piece abkupfern, denn wir wissen, die 7 Samurai der Meere waren mit der Hauptgrund, warum One Piece so lange dann gedauert hat. Ursprünglich hatte Oda ja vor, einfach nur die 4 Kaiser zu bekämpfen und dann hatte er die glorreiche Idee, die Shichibukai hier mit reinzubringen. Und wenn wir all diese Punkte betrachten, dann kann man definitiv
definitiv davon ausgehen, oder das ist zumindest meine Prediction, dass wir zum 30. Jubiläum das Abenteuer von Ruffy beendet haben. Das würde bedeuten, dass wir in 4 Jahren, also zum 30. Jubiläum, in circa 140 Kapiteln den Plot zum Beispiel um Blackbeard abgeschlossen haben werden, den Egghead Island Vorfall, was ja vielleicht so ineinander läuft, da Blackbeard ja aktuell auf dem Weg ist, beziehungsweise vor Egghead Island sich auffällt, zumindest jemand aus seiner Crew. Darüber hinaus dann eventuell den Plot um Shanks, dann das letzte Rope-Poneglyph, Elbahn und dann Richtung Laugh-Tale reisen, sodass wir in den nächsten 140 Kapiteln dann bis zum One Piece kommen, das verlorene Jahrhundert erfahren, die Geschichte um Joy Boy erfahren, das Geheimnis der Dee erfahren, dass wir dort diesen großen Flashback bekommen, sodass wir hinsichtlich Ruffys Abenteuer dann innerhalb der nächsten 140 Kapiteln soweit alles abgeschlossen haben, dass Ruffy seinen Traum erfüllt hat dementsprechend, sodass wir dann am Ende des Tages zur Conclusion kommen, dass die Weltregierung und das System der Tenryubitos, dass das fallen muss und dass wir dann in diesem finalen Krieg wirklich eintauchen, dass wir die antiken Waffen mitnehmen und so weiter, dass wir hier dann wirklich noch 2, vielleicht sogar 3 Jahre finaler Krieg haben, um dann One Piece wirklich final zu beenden. So bin ich persönlich davon überzeugt, dass wir One Piece noch circa und mindestens 5 Jahre haben werden, Leute. Die Aussage von Oda, dass das Ende in 2 Jahren hier am Start ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Vor allen Dingen, wenn man die vergangenen Aussagen, was zeitliche Predictions angeht, in Betracht zieht. Auch dürfen wir die vielen kleinen Plots, die nebenher laufen, hier nicht missachten. Zum Beispiel die neue Marine, die Revolutionsarmee und die Revolution im Allgemeinen, die Kämpfe gegen die Holy Knights. Dann muss man erstmal das letzte Rope-Poneglyph finden, vielleicht nach Elbahn, das Treffen mit Shanks, das One Piece finden, der Kampf mit Blackbeard. Wir wissen auch noch nicht genau, wie lang der Egghead Island Vorfall jetzt hier andauert mit Kizaru, Saturn, dann eventuell die antiken Waffen. Ja, also da kommt noch sehr, sehr vieles rum und das ist jetzt nicht alles, was da noch außen steht. Es ist noch so vieles ausstehend. Deswegen, Leute, eure Aufgabe, schreibt mal alle Plotpunkte, die noch erfüllt werden müssen, in die Kommentare. Ich bin gespannt, was sich da alles zusammensammelt. Und wenn wir uns all dies vor Augen führen und uns einfach das Ganze auch zahlentechnisch mit den Pausen und so weiter anschauen, Leute, dann werden wir One Piece noch ungefähr 5 Jahre mindestens haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Oda das Ganze in 2 Jahren abarbeitet. Vor allen Dingen dürfen wir auch nicht vergessen, dass One Piece ein Milliarden-Franchise ist. Da hängen sehr, sehr viele Jobs dran und die Shonen Jump, die hält sich vielleicht sogar auch nur dank One Piece sehr, sehr gut über Wasser. Denn wenn One Piece nicht mehr in der Jump auftaucht, dann werden dort Einbrüche herrschen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Shonen Jump hier möglichst alles versucht, One Piece in die Länge zu ziehen. Und das muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein, denn ich glaube, auch Eiichiro Oda hat den Anspruch, das Ende seines Lebenswerkes, da hat er über 20 Jahre drauf hingearbeitet, fast 30 Jahre, dass er das einfach so schnell abschreiben wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Deswegen, Leute, wir können alle noch sehr, sehr entspannt sein, denn selbst Oda sagt ja, das Ende, das, was er meint, ist nicht sofort das Ende der Veröffentlichung, sondern eher das Ende von Ruffys Abenteuer. Darüber hinaus gibt es ja dann noch einige Aufgaben zu erledigen, nämlich den Umsturz der Weltregierung. Dieser finale Krieg, der wird vermutlich so eine Länge haben, wie vielleicht sogar dieser finale Krieg damals in Naruto Shippuden. Und der ging auch schon einige Zeit. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir hinsichtlich dessen noch relativ entspannen können. Leute, jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von der Prediction von 5 Jahren? Was ist eure Prediction? Wie lange schätzt ihr, wird One Piece noch gehen? Und welche offenen Plotpunkte gibt es noch? Da steht ja mit Sicherheit noch einiges aus. Und falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert auch gerne den Kanal, um nichts mehr bezüglich One Piece zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen entspannten Tag. Macht es gut, bis zum nächsten Mal rein. Ciao und tschüss.